Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal, Leute. Und ihr seht es richtig, Topps hat die neue Fußball-Bundesliga-Sticker-Serie veröffentlicht. Ich habe sie hier am Start. Fettes Dankeschön geht natürlich raus an Topps hier an dieser Stelle. Ich habe hier das offizielle Album. Ich habe heute hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Tüten. Wieso habe ich 11 Tüten? Weil ein... Sprachenlernen Bubble. Weil in einem Display, das wollte ich eigentlich sagen, weil in einem Display 36 Tüten drin sind und ich dann halt quasi eine schöne Summe noch an Sticker-Tüten hier zu, liegen zu habe. 25 habe ich dann noch. Dann gibt es das ein oder andere Unboxing-Battle. Ich werde, denke ich, mal auch ein paar Sticker einkleben. Ich habe hier auch das Sticker-Album. Leute, was haltet ihr davon, wenn ich solche... ja, Mappen-Updates mache, wo ich halt Sticker ins Sammelalbum einklebe, gerade zur neuen Sticker-Serie. Leute, Bundesliga-Sticker muss man meiner Meinung nach immer sammeln. Bundesliga-Sticker ist einfach, die Bundesliga ist einfach die Liga, die wir einfach, weil wir in Deutschland leben, ist ja logisch, am meisten verfolgen. So geht's mir. Ich denke mal, so geht's den meisten von euch da draußen. Auch wenn euch direkt hier die Serie gefällt, Leute, vom Design her und... wenn ihr es feiert, dass ich hier direkt gleich zu Beginn der Serie ein Unboxing raushaue, könnt ihr gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Und wenn ihr noch nicht Abonnent seid, könnt ihr natürlich auch gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren. Jawolski. 11 Tüten. 70 Cent kostet eine Tüte. Ich glaube, der offizielle Release ist erst in ein paar Tagen. Aber ich gebe euch einen Tipp, Leute. Wenn ihr die Sticker-Serie unbedingt schon haben wollt, geht einfach mal zu eurem Kiosk des Vertrauens und sagt... ah, haben sie vielleicht nicht schon die Bundesliga-Sticker-Serie da? Vielleicht habt ihr ja Glück, Leute. Vielleicht habt ihr ja Glück. Wir gucken erstmal ganz kurz ins Album hinein. Natürlich ist die zweite Bundesliga auch wieder am Start. Hier die erste Seite. Dieses Mal hat hier Julian Brandt einen kleinen Text geschrieben. Das war sicherlich er. Ganz klar. Liebe Fans der Bundesliga. So, dann geht's hier wieder, wie immer, mit den einzelnen Mannschaften weiter. Mit Augsburg haben wir hier... zack, zack, zack. Dann die zweite Mannschaft müsste genau Hertha BSC sein. Hier unten auch. Wusstest du schon, Leute? Die absolute Legende hier. Marcelinho, Leute. Sehr, sehr geil. Was steht zu Marcelinho da? In 5 Spielzeiten erzielte Marcelinho 65 Bundesliga-Tore für die Hertha und wurde 2003 in die Elf des Jahrhunderts gewählt. Jawolski, Olympiastadion mit dabei. Aber leider gibt es nicht... so wie ich das hier auf dem Anhieb sehe, leider gibt es keinen Trainersticker. Also Trainersticker würde ich auch noch feiern, wenn es solche Sticker in Zukunft geben sollte. Genau, Dortmund, also die ganzen Mannschaften gehen dann hier weiter durch. Gibt es hier noch eine Spezialseite? Oh, eine Spezialseite zu Topps Now gibt es hier auch. Wo wir gerade beim Thema sind, ich habe natürlich Topps Now Karten. Ich hole mir nämlich alle Hertha Topps Now Karten. Leider habe ich die erste verpasst. Die allererste Topps Now Karte habe ich verpasst von Andrej Duda. Und ich hoffe, dass in der Rückrunde noch ein paar weitere dazukommen, ne? Weil dafür muss Hertha natürlich gut spielen, ist ja klar, ne? Weil schlechte Ereignisse werden da nicht als Topps Now Karte kommen. So, also hier gehen die einzelnen Mannschaften durch. Muss ich euch jetzt nicht alles zeigen, da auch hier die Kameraperspektive, die ich jetzt hier gewählt habe, nicht so wirklich dafür geeignet ist, um euch das ganze Album zu zeigen. Aber hier nochmal. Hier gibt es anscheinend ein paar Legend-Sticker, so wie ich das hier sehe. Die jüngsten aller Zeiten. Okay, die jüngsten aller Zeiten sind hier mit dabei und hier auch noch aufgelistet Gerd Müller. Also Leute, wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich lege das Album jetzt hier mal so hin, dass wir es noch perfekt sehen können. Jetzt habe ich lange genug rumgeschnackt. Wir starten mit dem ersten Tütchen und mal gucken, was uns hier gleich so mal anlächelt, Leute. Mal gucken, was wir direkt hier im ersten Tütchen drin haben. Ich bin froh, dass es endlich hier eine neue Serie gibt. Eine neue Serie, womit wir sicherlich sehr viel Spaß haben werden, weil klar ist jetzt nicht jeder Sticker-Fan, aber Bundesliga-Sticker sind, wie gesagt, meiner Meinung nach ein Muss, weil es einfach die Bundesliga ist. Punkt, fertig, aus. Ralf Fährmann von Schalke 04 ist der Kapitän-Sticker. Da fällt mir gleich mal auf, wieso glitzert der Kapitän-Sticker nicht? Schauen wir uns mal die nächsten Sticker an. Okay, die ganz normalen Sticker. Mario Gomez haben wir beispielsweise hier. Das Design ist jetzt so gewählt wie das Bundesliga-Design. Das ist ja auch so mit den, sage ich mal, Verpixelungen. Ich nenne das Verpixelungen hier mit blaues Pixel, grau, schwarz, weiß Pixel. Sieht aber geil aus. Mal eine neue Idee, sage ich mal. Mario Gomez haben wir hier. Dann haben wir Rani Khedira von Augsburg. Luca Waldschmidt von Freiburg und, oh, was ist das denn? Der zweite Ligaspieler, Uwe Hünemeyer von SC Paderborn 07.
Genau, das sind die ersten 5 Sticker. Mein allererster Sticker der Serie ist ein Schalker-Sticker. Eieieiei. Zweites Tütchen. Ich freue mich. Ich denke mal, ich werde heute auch 1-2 Sticker mit euch gemeinsam einkleben. Jetzt nicht alle, die ich jetzt hier öffnen werde, aber ein paar Sticker können wir ja mal gemeinsam einkleben. Benjamin Hübner und mal gucken, wann ich den ersten Herr Tana ziehe. Benjamin Hübner von Hoffenheim. Ron-Robert Zieler vom VfB Stuttgart. Dann haben wir das Gladbach-Logo und auch hier beim Logo. Finde ich gut, dass es nicht einfach stinklangweilig Silber designt worden ist, sondern noch mit den, wie gesagt, ich nenne das Design Pixel-Design. Oder was für ein Wort wollen wir uns hier einigen. So, erster Glitzer-Sticker. William von Wolfsburg. Dann haben wir Kenan Karaman von der Fortuna. Also ich freue mich jetzt schon auf Bundesliga-Draft-Challenges, Leute. Bundesliga-Blind-Draft-Challenge. Habt ihr Lust drauf? Dann würde ich sagen, gibt es das am Sonntag. Sonntag Bundesliga-Blind-Draft-Challenge. Die Bundesliga-Orakels habe ich leider schon aufgenommen. Ja, wieso sage ich leider? Weil ich sonst hätte natürlich die Bundesliga-Sticker-Serie verwenden können. Genau, aber Bundesliga-Orakels geht es natürlich am Wochenende auch wieder los. Aber Leute, wollen wir das so drauf einigen, dass am Sonntag Blind-Draft-Bundesliga kommt? Bundesliga-Blind-Draft-Challenge mit den neuen Bundesliga-Stickern. Wenn ja, schreibt unten rein in die Kommentare. Wir haben hier das Hoffenheim-Logo. Dann haben wir Danny da Costa von der Eintracht. Oh, der erste, Herr Tana. Rafairo. Dürusan. Schwieriger Name, finde ich. Der Holländer von der Hertha. Mein erster Bär. Lina, sehr schön. Dann haben wir Iver Fossum von Hannover 96 und Nuri Cahin, der jüngste Spieler und Torschütze vom BVB. Das ist so ein Zusatzsticker, der nach hinten ins Album hineinkommt. 274. Zack. Reißen wir das nächste auf. Da haben wir den nächsten Hoffenheimer, Kerem Demirbay. Lars Bender von Leverkusen. Maximilian Mittelstädt von der Hertha. Sehr, sehr geil. Zack, Oliver Sorg von Hannover 96 und Christian Tiffert von Erzgebirge Aue. Breel Mbolo von Schalke 04, komm Schamstellen, Dankeschön. Dann haben wir Marc-Oliver Kempf, Daniel Bayer von Augsburg, Genki Haraguchi und Alfredo Morales von der Fortuna. Und ich muss ja sagen, große Sticker gibt es ein Glück nicht, so wie ich das jetzt hier mitbekommen habe in den ersten Tütchen, weil es gibt ja auch ein paar Sticker-Serien, wo große Sticker mit dabei sind. Kann man feiern, muss man aber nicht feiern. Da besteht immer die Gefahr, dass man die Sticker zerreißt. Klar kann man aufpassen, aber irgendwann gibt es immer ein Tütchen, wo man nicht richtig aufpasst und zack, hat man den Sticker zerrissen. Ja, also ich finde es so besser, wenn alle Sticker die gleiche Größe haben. Genau, Julian Weigel vom BVB, Mitchell Weiser von Leverkusen, Niklas Stark von der Hertha, Jorik Rave von Freiburg und Hanno Behrens von Nürnberg. Wir haben 5 Tütchen noch. 5 Tütchen. Und mal gucken, was da noch alles so kommen wird. Lukas Piszczek vom BVB, Marco Russ von der Eintracht, Maximilian Eggestein, Koen Castells und wieder einen Zweitligaspieler, Moritz Stoppelkamp von Duisburg. Oh, 2 Glitzersticker in einem Tütchen. Otschipka von Schalke, da haben wir das Leipzig-Logo. Dann haben wir Matthias Ginter, Pascal Stenzel und das Nürnberg-Logo. Am Wochenende geht es ja wieder los, Leute. Bundesliga-Orakel sind natürlich auch am Start. Sonntag unter anderem Nürnberg gegen Hertha, wenn ich hier die beiden schon zu liegen habe. Und hier auch nochmal Leipzig gegen Dortmund. Gibt es nämlich Samstagabend. Nee, Leipzig-Dortmund? Doch, Samstag. Samstag, ne? Leipzig-Dortmund? Doch, müsste es, glaube ich, sein. Marius Wolf vom BVB. Retzos von Leverkusen. Torgen Hazard von Gladbach. Kommt dahin. Dann haben wir Waldemar Anton und Edgar Salli. 2 Tütchen haben wir noch, Leute. Und das macht einfach mega Laune, hier die neue Serie zu öffnen. Und das ist der erste Münchner, glaube ich. Das ist der erste Bayern-Spieler. Leon Goretzka. Yusuf Paulsen. Martin Harnik, Admir Mehmedi und Michael Ishak von Nürnberg. Da ist es, Leute. Da ist das letzte Tütchen. Und ich würde sagen, wir kleben die Hertha-Sticker gemeinsam ein. Jetzt hier am Ende noch. Alexander Schöpf von Schalke. Gacinovic. Danso, das Freiburg-Logo. Und Nils Butzen von Magdeburg. Jawohl, Leute. Hier sind die ganzen Sticker, die wir gezogen haben.
Die werde ich jetzt auch noch nicht sofort einsortieren und sofort sortieren, sondern ich mache natürlich noch weitere Unboxings, sodass ich dann einen richtig dicken Stapel habe und dann alle sortieren kann. Genau, weil sortieren ist bei mir immer so ein Problem. Ich habe so viele verschiedene Serien hier von der, selbst von der WM18 Sticker Serie, Leute. So viele Sticker noch, die ich sortieren muss, einkleben muss. FIFA 365, Leute, es sind eigentlich gefühlt alle Serien, die ich hier noch sortieren muss und einkleben muss. Genau, ich würde sagen, wir kleben die drei Hertana Sticker ein. Die drei Berliner. Ich hoffe, ich mache jetzt hier das Album nicht kaputt oder so. Zack, hier muss ja alles schön ins Bild passen. Die 24, Niklas Stark, haben wir hier unten links im Bild. Oh ja, das ist gut. Die Sticker macht man wieder so seitlich, so in der Mitte, bam bam, dass man die einfacher vom Sticker halt lösen kann, also vom Papier lösen kann. Finde ich gut. Eine sehr, sehr gute Lösung. Niklas Stark ist jetzt hier bei uns im Heft. Dann haben wir Maximilian Mittelstädt mit der 21, haben wir hier oben. Ich wollte schon sagen, ist gar kein Keeper bei den Mannschaften mit bei, aber den Keeper habe ich hier oben übersehen, den Rune Jachstein. Mittelstädt kommt auch hinein. Zack, perfekt sogar. Und dann noch der gute Rafairo mit der 26. Nimmt da oben Platz. Neben Marco Grujic und neben Lustenberger, so wie ich das sehe. So, Derosun ist auch im Album. Jawohlski, Leute, das war's hier mit dem ersten Unboxing der Bundesliga-Sticker-Serie. Ich denke mal, wir werden uns morgen wiedersehen mit der Bundesliga-Sticker-Serie. Und dann, wenn ihr es wollt, natürlich Sonntag eine schöne Blind-Draft-Challenge, Leute. Verlosung gibt's auch noch. Also bleibt auf jeden Fall am Ball. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Ich bin raus, haut rein und tschüssi.